Hallo und herzlich willkommen zu Ubi Testet. Ich habe für euch heute den nächsten Familientransporter von dreien dabei, und zwar den neuen Citroën Berlingo. Worin sich der unterscheidet zwischen dem Opel Combo Live, werden wir gleich feststellen, und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja, dann schauen wir uns den neuen Citroën Berlingo doch einmal ein bisschen genauer an. Die Front ist auch schon das übliche französische, extravagante Exterieur, was wir von Citroën kennen, mit dem Familienmarkengesicht. Der Doppelwinkel sehr präsent und wirklich hier schön verbunden mit Chromleisten von einer Seite zur nächsten. Das LED-Tagfahrlicht haben wir hier oben drinnen. Dann die Scheinwerferpartie hier unten und dann gehen wir runter in die Nebelscheinwerfer, die hier auch noch farblich eingefasst sind und zur Ausstattungsvariante Schein gehören. Das ist die höchste Ausstattungslinie, die wir hier haben. Der kleine Kühlergrill, der hier drinnen ist, ist auch typisch zum Citroën Markengesicht. Mit diesen kleinen Elementen, die hier drinnen eingesetzt sind, unter anderem der Citroën C4 Space Tourer, hat dasselbe Gesicht und da erkennt man tatsächlich die beiden, dass es Brüder sind. Schauen wir uns die Seitenansicht an. Es gibt den Citroën Berlingo in zwei Varianten, einmal in der Karosserievariante M und einmal in XL. Woran unterscheidet sich es? Ganz klar im Radstand. Wir haben hier die kurze Version mit 4,40 Meter Außenlänge. Aber auch auf 4,40 Meter Außenlänge gibt es hier einiges. Typisch natürlich, so ein Kastenwagen hat eine sehr quadratische und praktische Form, denn schließlich handelt es sich hier auch wirklich um ein sehr praktisches Fahrzeug. Mit zwei Schiebetüren optional, denn eine Schiebetür auf der rechten Beifahrerseite ist serienmäßig. Die zweite Schiebetür gibt es ab der Ausstattungsvariante Live. Das ist die zweite Ausstattungsvariante. Darüber gibt es dann noch viel. Und danach kommt schon unsere Ausstattungslinie Schein hier. Für Citroën schon fast traditionell ist dieses Plastik, sind diese Plastikelemente, diese Air Bumper genannten Systeme, sollen vor Parkremplern schützen. Naja gut, hier sind sie ein bisschen zu weit unten angebracht. Hier oben hat man auch schon Spuren von leichten Türkantenansetzungen. Also hilft leider nicht ganz immer, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, hat das Ganze so ein bisschen schöneren, ja, lockert, sage ich jetzt einfach mal, so ein bisschen die Optik auf mit diesen kleinen Elementen. Am Heck, wenn wir uns das anschauen, ganz klar, typisch, praktisch, quadratisch, ja, und einfach abfallend.
Da gibt es nichts zu erklären. Kennt jeder, der schon mal ein Hochdachkombi von hinten gesehen hat. Auch das Vorgängermodell sieht hier quasi identisch aus. Keine Änderungen von außen sozusagen, aber innen gibt es umso mehr. Ja, das wohl Wichtigste am Citroën Berlingo ist natürlich, was hinten reinpasst. Vor allem für mich als Zwillingspapa ist das sehr entscheidend und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Erstes sehr interessantes Gimmick am Citroën Berlingo ist, wie schon beim Opel Combo gezeigt, dieses separat zu öffnende Heckfenster. Ich persönlich finde es eine super Geschichte, denn kleine Sachen kriegt man hier unheimlich gut hinein. Zudem kommt man sehr gut hier oben an diese Dachbox, die da drinnen noch ist. Die schauen wir uns auch gleich an. Zunächst würde ich auch mal sagen, machen wir diese riesige Heckklappe hier einmal auf. Sehr positiv schon einmal ist tatsächlich die extrem niedrige Ladekante, die wir hier haben. Die zeichnet diese Hochdachkombis auch wirklich aus. Wie wir sehen, das ist ein sehr quadratischer Kofferraum, den wir hier haben. Die Hutablage, die hier drinnen unter anderem ist, ist sowohl aufklappbar als auch komplett herausnehmbar und sogar tatsächlich eine Stufe noch tiefer einstellbar. Aber die tun wir jetzt erstmal auf Seite, denn die tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Hier drinnen von den Maßen her offiziell gibt Citroën an 775 Liter Stauraumvolumen hier hinten und maximal 3000 Liter, wenn wir dann umbauen. Die Rücksitze lassen sich ab 1. Quartal 2019 sogar komplett ausbauen. Schauen wir uns aber doch einfach mal an, was tatsächlich hier so die Abmaße sind. Ich habe mir jetzt eure Kommentare zu Herzen genommen und habe mir so ein Maßband besorgt. Und da würde ich einfach mal sagen, schauen wir uns mal so die ein paar Details des Ganzen an. Zum Beispiel, wie viel Platz wir hier innen haben. Das wäre, zack, einmal abgemessen und drauf geschaut. 1,19 Meter haben wir also hier Breite. Wenn wir dann tatsächlich hier auch den Rücksitz umlegen, das habe ich jetzt schon mal vorgemessen, dann haben wir ungefähr 1,80 Meter Ladelänge. Und ansonsten haben wir hier noch die Höhe bis zu unserem kleinen Dach. Haben wir abgemessen 1 Meter, knapp darüber. Aber jetzt kommt mein kleines persönliches Highlight und zwar diese kleine Dachbox, die wir hier oben drinnen haben. Super schön zu öffnen, hat auch schöne Fanghaken, ist gut und stabil. 10 Kilo können wir hier oben einladen, 92 Liter, falls es jemanden noch mal interessiert. Und besonders toll ist auch, alles was wir hier vorne einladen, kann aus dem Innenraum mit zwei Schiebefenstern herausgeholt werden, sodass tatsächlich Kleinkramzeugs wie Kinderspielsachen oder so hier unheimlich gut untergebracht werden können. Oder aber, was auch sehr oft benötigt wird, gerade wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, sind unter anderem Windeln oder Waschtücher oder mal eine Jacke oder ähnliches von den Kleinen, die man dann da unten reintut und dann eben über dieses separate Heckfenster perfekt entladen oder beladen kann. Jetzt schauen wir uns einfach mal an, was tatsächlich hinten passiert in Citroën Berlingo im Neuen. Die Schiebetür öffnet zumindest schon mal sehr schön leichtgängig. Der Einstiegsbereich ist weit. Wir haben auf den drei Einzelsitzen jetzt zwei Isofix-Kindersitze befestigt. Und zwar Maxi-Cosi Milofix haben wir hier hinten drinnen. Das sind meine zwei Sitze. Die passen perfekt nebeneinander. Ein dritter würde auch noch gehen. Wäre kein Problem. Aber viel wichtiger ist natürlich, passt jemand wie ich hier überhaupt noch rein? Dazu klappt man erst den Sitz auf. Zustieg ist sehr schön und sehr leicht. Also da findet jeder auf alle Fälle schnell den Weg hinein. Es gibt hier auch noch Plastikstühle oder ne, Plastiktische, tut mir leid, die wir hier haben. Naja, sonderlich stabil sind sie jetzt nicht. Das ist vielleicht wirklich nur so eine kurze Ablage oder so ein bisschen leicht zu malen für Kinder. Was auffällt, ist auf alle Fälle, es ist schon sehr, sehr schmal hier innen. Auch gerade wegen den natürlich voluminösen Kindersitzen. Die Kopfstütze geht ausreichend weit hinaus. Der Knieraum ist gut, aber man merkt, wenn ich hier draußen sitze, ich sitze halt nicht zentral hinter dem Beifahrersitz, sondern tatsächlich leicht schräg nach hinten versetzt, denn mein rechter Fuß geht genau auf die Sitzschiene. Und wenn ich die hier unten packen will, dann sitze ich schon schräg im Fahrzeug drin. Vielleicht nicht so gut. Kopffreiheit, da fehlt sich natürlich nichts, aber wenn ich dann auch noch hier zumache, dann wird es hier innen für mich mit, als breite Person auf alle Fälle schon sehr, sehr eng. Also man sollte zumindest schmaler sein, wenn tatsächlich zwei Kindersitze installiert sind und sich dann hier noch jemand hinsetzen möchte. Prinzipiell möglich, ja. Bequem, eher nein.
Dann schauen wir uns jetzt vorne den Platz an, denn der ist ja wahrscheinlich für die meisten von euch am wichtigsten. Da werdet ihr am häufigsten sitzen. Einstieg wieder angenehm hoch. Da kommt jeder rein. Auch die Älteren oder etwas mit Rückenproblemen. Sitzen tun wir hier auf sehr einfachen, dennoch gut gepolsterten Sitzen. Seitenhalt gibt es hier nicht sonderlich viel. Lenkrad ist wunderbar in Höhe und Tiefe verstellbar. Also da findet auch jeder seine Position. Kopfstütze weit genug ausziehbar auf jeden Fall. Und vom Knieraum, da wird diese Mittelkonsole, schränkt das Ganze schon ein bisschen ein, da sie sehr breit ist. Ich würde jedem empfehlen, wenn er tatsächlich einen Citroën Berlingo kauft. Es gibt nämlich optional noch einen noch breiteren Mitteltunnel. Bitte prüft, ob euch das platztechnisch hier drinnen zu sehr einengt oder aber auch nicht. Aber eingeengt wollen wir nicht sein. Somit würde ich sagen, legen wir los. Tür zu. Ja, dann schauen wir uns doch einmal den Innenraum hier vom neuen Citroën Berlingo an. Alles sehr, sehr aufgeräumt, sehr klar strukturiert. Einfache Materialien, die definitiv hier nicht aufgeschäumt sind, sondern tatsächlich Hartplastik. Allerdings natürlich bei so einem Nutzfahrzeug eher ist es sehr, sehr praktisch, da man wirklich alle Armaturen sehr einfach wirklich abwischen kann. Also Flecken haben wir hier gar keine Probleme. Da sind höchstens unsere kleinen Stoffsitze hier mit den mintgrünen Elementen, die wir hier drinnen haben, vielleicht so der größte Angriffspunkt für Flecken. Aber um die soll es jetzt im Moment erst einmal gar nicht gehen, um die Thematik des Reinigens, sondern tatsächlich des Bedienens. Wir haben hier ein Dreispeichenlenkrad, sehr einfach aufgebaut. Wir haben zwei große Laut-Leiser-Tasten, hier drüben dann das Skippen der Tracks, dieses kleine gummierte Drehrad hier für den Bordcomputer, den wir haben, ein kleines Display in der Mitte, links den Tacho, rechts den Drehzahlmesser, alles analoge Instrumente. Wir haben noch ein Head-Up-Display, was auf eine Plastikscheibe projiziert, ist wunderbar ablesbar. Und kostet auch nur rund 300 Euro Aufpreis, also vielleicht sogar für den einen oder anderen sehr interessant. Viel interessanter ist natürlich der zentral angeordnete Mediabildschirm, den wir hier haben. 8 Zoll groß mit Touch-Bedienung. Wir haben hier zum Beispiel die Bedienung des Radios. Optional gibt es noch einen DAB-Tuner. Wir haben hier die Einstellung für Fahrzeugassistenzsysteme. Wir haben unter anderem hier einen Parkassistenten, Einparkhilfe vorn und hinten. Wir haben einen automatischen Fernlichtassistenten, einen Totenwinkelassistenten. Das können wir alles hierüber einstellen. Hier geht es übrigens in die Konnektivität. Wir haben Apple CarPlay oder Android Auto an Bord, sowie Mirrorlink und Citroën Connect Apps. Dann haben wir natürlich die Einstellungen für die ganzen Themen, die wir hier haben. Wir können verschiedene Farbskalen einstellen, wie wir es denn gerne hätten. Ist ganz nett, das ist eher aber für meine Begriffe eine Spielerei und nichts Wesentliches. Dann haben wir hier noch Telefon, ansonsten hier unten ist die USB-Schnittstelle für Apple CarPlay. Genau, ansonsten haben wir hier noch eine Klimaautomatik untergebracht. Sie ist etwas tief platziert und so ein bisschen nach schräg hinten gekippt, sodass die Ablesbarkeit ein bisschen schwierig ist. Auch die Bedienung geht so nicht so einfach von der Hand. Dann ESP off haben wir hier. Hier haben wir die elektronische Parkbremse, die gelöst werden kann. Und ganz toll, eine Induktivladeschale haben wir hier in der Mitte. Für Smartphones auch optional, 150 Euro. Jedem wärmstens zu empfehlen. Aber das Wichtigste hier drinnen im gesamten Fahrzeug sind die Ablagemöglichkeiten. 28 gibt es hier an der Zahl laut Citroën. Wir haben unter anderem hier ein großes Ablagefach oben, ein riesiges Handschuhfach hier, dann nochmal ein Handschuhfach hier unten, einen Becherhalter rechts und links. Wir haben hinter dem Monitor nochmal ein Ablagefach und wir haben hier oben die Möglichkeit, auch noch Utensilien unterzubringen, und wer es ordert, den Panoramaglasdachhimmel bekommt auch diese lichtdurchflutete Mittelstrebe hier, in der unter anderem auch Gerätschaften abgelegt werden können. Wie wir hören, ist es aus Plastik und sollte vielleicht noch eine gummierte Einlage sein, wobei dann natürlich der Effekt weg ist, dass man sieht von unten, wo die einzelnen Elemente, die man reingelegt hat, sich befinden. So kann man es nämlich schöner entnehmen. Aber man könnte durchaus ein kleiner Störenfried sein, was Geräusche angeht.
zum Sitzen natürlich hier eine Mittelarmlehne. Sie ist aber nicht in der Höhe verstellbar, sondern lediglich einfach nur da oder nichts da. Und da oder nicht da sind wir jetzt nicht mehr, denn wir fahren los. Mit dem neuen Citroën Berlingo schafft PSA es erstmals, ein solches nutzfahrzeugorientiertes Modell wirklich auf einer Pkw-Plattform aufzubauen. Mit der neuen EMP2-Plattform aus dem PSA-Konzern hat man erstmals hier die Möglichkeit, ein Fahrverhalten zu zaubern, welches dem Pkw ähnlicher dem des Nutzfahrzeugs ist. Und dies ist jetzt in meinen Augen auch der größte Fortschritt, den man hier im neuen Citroën Berlingo merkt. Denn das Fahrzeug fährt sich deutlich handlicher, fährt sich weniger rustikal, sondern mehr komfortorientiert. Und zudem sind auch hier die Fahrassistenzsysteme aus dem Pkw-Bereich perfekt in diese Welt des Hochdachkombis implementiert worden. Was man sagen muss, ist, dass wir uns schließlich im einzigen Benziner fortbewegen, den es für diesen Citroën Berlingo gibt, den PureTech 110. Ein 1,2 Liter Dreizylinder mit 110 PS treibt hier diesen rund 1,5 Tonnen schweren Hochdachkombi an. 13 Sekunden dauert es, bis Tempo 100 erreicht ist aus dem Stand. Mit 175 Stundenkilometern sind wir zwar keine Wanderdüne auf der Autobahn, aber sicherlich auch nicht der schnellste. Ziel des Ganzen ist es aber auch nicht, hier Rekorde in Sachen Geschwindigkeit oder Beschleunigung aufzustellen, sondern schlicht und ergreifend nur praktisch, zielsicher und auch ökonomisch voranzukommen. Und ökonomisch, das kann der Citroën Berlingo auf alle Fälle. Ich habe hier einen Testverbrauch von 7 Litern rund ermittelt, bin aber auch 80% Autobahn damit gefahren und dann meist auch im höheren Geschwindigkeitsbereich von 130 bis 140, wo der Wagen sicherlich nicht ganz optimal läuft aufgrund des schlechten CW-Werts, den wir hier haben. Und die restlichen rund 20 bis 30% erschlossen sich hier aus Kurzstreckenbetrieb. Wer ruhig fährt, über Land mit dem Wagen öfter mal unterwegs ist, der wird des Öfteren auch eine 5 vor dem Komma auf alle Fälle sehen. Fahrwerkstechnisch ist der Citroën Berlingo im Vergleich zum Opel Combo Live, den ich schon mal gefahren habe, Link findet ihr oben, das merklich komfortablere Fahrzeug. Die Federung spricht deutlich sensibler an. Auch Bodenwellen werden hervorragend geschluckt. Die Bremse funktioniert ordentlich. Lenkung sehr leichtgängig, aber auch wenig Rückmeldung. Aber wer so ein Fahrzeug sich kauft, möchte wie gesagt auch nicht irgendwelche Streckenrekorde haben. Und Sicherheit steht hier im Vordergrund. Sicherheit ist hier sicherlich auch ein Stichwort, denn wir haben insgesamt 19 Fahrerassistenzsysteme, die wir hier in unseren Berlingo hinein bestellen können. Viele davon sind bereits ab Werk, wie ein autonomer Notbremsassistent etwa. Ansonsten wäre da noch anzumerken, wir können einen aktiven Spurhalteassistenten hier im Fahrzeug vorweisen, serienmäßig, oder aber einen Abstandsregeltempomaten mit Stop-and-Go-Funktion, wenn eine Achtgang-Automatik verbaut ist, oder einen Totenwinkelassistenten. All das macht das ganze Fahren angenehmer und auch sicherer. Und somit ist sicherlich auch die Familie gut abgesichert, wenn wir denn hier mit dem großen Berlingo auf Reisen gehen. Ja, Ende der Dienstfahrt im Citroën Berlingo. Der Citroën Berlingo ist einer von drei identischen Fahrzeugen, Opel Combo Live, Peugeot Rifter und eben unser Berlingo hier. Von den dreien ist er aber der günstigste. Mit 19.090 Euro als Einstiegspreis geht's los. Dafür bekommt man aber weder Klimaanlage noch zweite Schiebetür. Wer die denn möchte, muss eine Ausstattungslinie höher greifen. Das ist dann Live. Ich empfehle euch die Ausstattungsvariante Field, da ist alles Wichtige mit drinnen. Dann noch das ein oder andere Paket, dann kommen wir bei rund 24.000 bis 25.000 Euro raus. Unser Testwagen, so wie er da steht, kostet 27.990 Euro. Dafür bekommt man eben mit dem Dreizylinder-Benziner auch nur einen einzigen Benzinantrieb. Alles andere sind drei
Dieselantriebe die Citroën noch bietet. Aber mir persönlich gefällt der Benzinmotor unheimlich gut. Er zieht ordentlich durch, er läuft kultiviert, der Verbrauch mit 7 Litern geht auch in Ordnung. Das heißt, die Kosten bleiben wirklich in einem sehr erschwinglichen Rahmen und Platz, da macht dem Wagen hier überhaupt keiner was vor. Wer so wie ich mit Zwillingen unterwegs ist im Kleinkindalter, der braucht so oder so jede Menge Platz und da kommt der Berlingo gerade recht. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich hoffe, ihr empfehlt mein Video, wenn es euch gefallen hat. Den Daumen nach oben. Kommentare sehr gerne unten in die Kommentarbox. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen drüber reden über den Berlingo oder die jeweilige Fahrzeugklasse. Ansonsten die Abo-Glocke nicht vergessen. Und bis dahin sage ich Tschüss und Servus, euer Ubi.